Ein Highlight der besonderen Art zog ca. 400 fußballbegeisterte Fans in den heimischen Sportpark am Königsberg. Der Tabellenerste Teutonia hatte den Tabellenzweiten FC Eintracht Cuxhaven zu Gast. Ein Spitzenspiel der besonderen Art. Dazu erst einmal einige Stimmen vorweg. So, heute ist ein ganz wichtiges Spiel, Herr Batatone, der erste gegen den Tabellenzweiten, Cuxhaven. Was versprechen Sie sich von diesem Spiel? Hat es eine besondere Relevanz für den Aufstieg oder auch nicht? Ja, das Spiel ist sicherlich ganz wichtig für den Aufstieg. So, alle beiden Mannschaften schwächeln so ein bisschen jetzt im neuen Jahr. Und wer heute gewinnt, hat sicherlich die besten Chancen aufzusteigen. Teutonia hat es natürlich im Moment ein bisschen schwer. Zwei Spieler müssen ersetzt werden, der Torhüter und ein Verteidiger. Aber ich hoffe, dass die anderen sich dann besonders reinhängen. Und naja, wer heute gewinnt, steigt auf, sage ich mal. Okay, alles klar, danke. Gut. Wenn Teutonia gewinnen sollte, wie geht es dann weiter? Kannst du schon eine kleine Prognose stellen? Ja, wie wird es weitergehen? Dann werden sie Meister und werden aufsteigen. Das ist doch ganz klar. Wie soll ich als Uelzen anders denken und handeln? Uelzen ist der größte Verein. Der ist fotogen. Und ich meine, wenn es heute geht, es 3-1 aus für Teutonia. Also wir sind ja zusammen mal groß geworden. Ich wünsche dir eine hochinteressante Partie, vielleicht ein enges Ergebnis für Teutonia und ich hoffe sehr und drücke dem Ersatztormann sehr die Daumen, dass er vielleicht über sich hinauswachsen kann und deshalb so Teutonia den Sieg sichern kann. Okay, danke schön. Und? Was ist Ihre Meinung? Auf jeden Fall sehen wir heute einen Sieg für Teutonia. Ich hoffe nicht zu knapp. Mal schauen. Die Leute vorne werden es rausholen. Okay, alles klar, danke schön. Danke für den Optimismus. Ja, sehr gerne, den habe ich. Okay. Heute ist ein Spitzenspiel. Teutonia 1, Cuxhaven 2. Ja. Wie tippen Sie, wie ist Ihre Meinung zu diesem Spiel? Also ich möchte mal die Aussage von unserem Trainer wiedergeben. Der hat also bei uns 1-3 getippt. Und da gehe ich eigentlich auch stark von aus, dass Hiesling jetzt gestern verloren hat, motiviert unsere Mannschaft natürlich doppelt, damit wir ganz klar jetzt auch mal sagen können, wir möchten mal Erster sein. Dankeschön. Dankeschön. Das wird ein sehr schweres Spiel für uns werden, zumal wir Aufstellungsprobleme haben, aber ich denke mal, unsere Mannschaft wird heute vom Kampf her das Spiel gewinnen mit 2-1. Okay, danke. Danke. Was ist deine Meinung, Bobby? Satz und Sieg. Ja, wie meinst du? Ja, wer wird Teutonia dann noch schlagen? Ja, die können sie nur noch selbst schlagen. Ja. 3-2. Wir haben heute eine Katze im Tor. Den nannten sie früher Yashin, du weißt ja Bescheid. Ja, gut. Ja. Meinst du, das geht heute gut aus? Ja, sicher. Ja, du bist ganz schön Optimist. Ja, muss ja sein. Wir haben Heimrecht hier. Immer drauf. In Lüneburg, der hat nicht einen Ball drauf gekriegt in 90 Minuten. Wenn das heute auch so ist, da kommen wir doch gut zurecht. Da kann ich auch ins Tor. Ihr seid beide aus Cuxhaven, ihr seid Fans von Cuxhaven. Ja. Natürlich tippt ihr auf Cuxhaven. Wie wird es denn ausgehen? Wie ist Ihre Meinung dazu? 2-1 für Eintracht. Ja, das glaube ich auch. Warum? Ja. Warum gerade in Cuxhaven? Weil wir finden, dass die besser spielen. Nachdem Teutonia einige wichtige Spieler ersetzen musste, unter anderem den Stammtorwart Niebuhr gesperrt und verletzten Maus, musste der Kreisliga-Torwart Rose ins Tor, der übrigens seine Sache ganz gut machte.
Die Partie war in den ersten Minuten von viel Nervosität, reichlich Abspielfehlern und Fehlpässen geprägt. Ja, da ist kein Mensch. Hat er noch Zeit im Ball? Allmählich kamen beide Teams in Tritt und boten eine überaus starke, packende und kämpferische Partie bis an die Leistungsgrenze, selbstbewusst und taktisch klug. Durch eine Standardsituation zirkelte Blödom den Ball per Freistoß aus halblinker Position über die Mauer ins Netz. Tor für Tortonia, 1:0. Und so ging es munter weiter. Beide Teams auf der Suche nach der berühmten Lücke, um zu vollenden. Aber wiederum aus einer Standardsituation heraus, nach Freistoß, fast von gleicher Stelle, Blödom schießt, die Mauer fälscht ab, Tix grätscht hinterher, Tor 2:0 für Tortonia. Ja,
Nanu, was ist das denn? Cuxhaven nach Freistoß durch Garcia Parajo genau ins Torwart-Eck. Nur noch 2:1. Aber Teutonia bleibt dran. Maas bringt einen Freistoß nach innen. Die Kugel kommt zu Meier. Flachschuss aus 14 Metern ins untere Eck. Unhaltbar für Glüsing. Mit 3:1 geht's in die wohlverdiente Pause. Das durfte aus Teutonia Sicht allerdings nicht passieren. Ein Schrägschuss von Da Silva, Oliveira schlägt im langen Eck ein. Ein schöner Treffer. Cuxhaven ist wieder dran. Nun ist die Überraschung aber perfekt. Vor Rose ist es nach einem Eckball unübersichtlich. Wieder nutzt Silva Oliveira die Situation aus und schießt aus ca. 10 Metern. Blödon fälscht zum 3:3 Ausgleich ab. Innerhalb von 10 Minuten 2 Tore. Unglaublich. Nun will Cuxhaven natürlich mehr. Blödon fault Richter, aber der daraus resultierende Freistoß geht in die Wolken. Die Fouls häufen sich auf beiden Seiten. Thank you.
Tischklemme seid ruhig da. Hey! Oh Mann, ey! Komm, mach ihn hier! Oh Mann! Ja! Oh! Der Wahnsinn geht weiter. Maas bringt einen Eckball auf den kurzen Pfosten. Tix nickt die Kugel ein. 4:3. Der Torschütze wird unter einer blau-gelben Jubelkugel begraben. Ja, gut! Mein Gott, halt das an! Guck dir nicht! Das ist aber. Die Fouls häufen sich auf beiden Seiten. Tutas will das Ergebnis über die Zeit retten und verstärkt die Defensive. Er bringt Purucka für Klötzing. Knallhartes Foul außerhalb des Strafraums an Maas. Von Glüsingen in Kung-Fu-Manier, der Schiedsrichter zeigt nur Gelb statt Rot. Maas verzieht den Freistoß nur knapp. Dann ist das Spiel aus und Tortonia überglücklich und dem Aufstieg deutlich ein Stück näher. Meine erste Eindruck ist, dass wir natürlich im kämpferischen Bereich alle super gearbeitet haben. Meine Truppe hat sich aufopferungsvoll zerrissen. Und sicher, die Cuxhavener haben ein bisschen mehr vom Spiel gehabt. Ne? Aber unser dritter Torwart hat das hervorragend gemacht. Und also Kompliment an die ganze Truppe. Ne? Ich bin wirklich stolz, dass sie das Ding gezogen haben. Und wir werden jetzt die nächsten 6 Spiele konzentriert angehen und hoffen, dass wir dann oben bleiben. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Ja, bitte. So, Sie sind der Erste, sind Sie nicht, der Zweite nicht, der dritte Torwart von Tortonia. Ich war Sie der Dritte, ja. Also Ersatz-Torwart. Der Erste der Reserve. Ja, und wie haben Sie es gesehen? Waren Sie aufgeregt? Waren Sie das Spiel gut? Sie haben ja gute Leistung gemacht an für sich. Wie bewerten Sie es aus Ihrer eigenen Sicht? Ja, also von meiner Seite aus, ich habe das gegeben, was ich konnte. Die Mannschaft hat super gearbeitet. Ich habe keine schweren Dinge aufs Holz gekriegt, die einen Freistoß sind abgefälscht und hat das 3-3. Ist ärgerlich, aber sonst die ganze Mannschaft hat super gearbeitet und so habe ich so gut wie nichts zu tun gehabt. Na gut, alles klar, vielen Dank. Ich denke, das war ein Spitzenspiel mit vielen Emotionen. Es ging hin und her mit vielen Toren. So muss es auch sein. Ich glaube, das war für die Landesliga, für den Fußball eine sehr, sehr große Werbung. Ich muss sagen, ich bin mega stolz auf meine Mannschaft, dass wir heute hier wirklich abgerissen haben, wie wir heute Fußball gespielt haben. Wir sind nach dem 1-3 zurückgekommen, haben noch das 3-3 gehabt, haben das vierte fast auf dem Fuß gehabt, kriegen wieder ein Standardtor. Wir haben heute 4 Standardgegentore geschluckt, was natürlich sehr, sehr bitter ist, was natürlich auch dann die Qualität von Uelzen noch darstellt. Dennoch ist es schade, dass wir heute verloren haben. Ich glaube,
glaube, wir haben heute mindestens einen Punkt verdient gehabt. So kann sich Teutonia freuen und wird dann ihren Weg jetzt weitergehen. Gut, ich bedanke mich fürs Interview. Dankeschön. Martin, viel Erfolg. Dankeschön. Okay, danke. Okay.